Ja, Herr Landgerichtspräsident Ulrich Schambert in der Synagoge Münster. Das war am 9.11.23 im Gedenken an die Reichspogromnacht Hitler-Deutschland. Und das ist eine sehr gute Sache, Herr Schambert. Ich finde das ganz toll und Sie wissen selbst, dass ich auch eine jüdische Mutter habe und jüdische Vorfahren. Und insofern möchte ich Sie bitten, nie wieder ist jetzt. Das kann man auch auf meine Situation, in der ich gerade stecke, anwenden. Ich werde von einer gesamten Justiz zusammengekloppt. Ich habe die irrsten Verfahren, Richterinnen wie zum Beispiel Prust, Steinekeweg und Siegemeier haben mich zwei Richterinnen an einem Tag verklagt. Wo soll das hinführen? Was soll das bringen? Ich frage Sie. Ich war mit einer Augenentzündung, bin ich vorgeladen worden, weil ich darf mich nicht entschuldigen. Herr Nölke hat dauernd abgesagt, hat mehrere Verfahren immer wieder abgesagt. Ich habe Vorladungen, Umladungen, Abladungen, Aufladungen und alle möglichen Ladungen bekommen. Sie haben mit mir Ihr Spielchen, Ihr teuflisches, übles und demagogisches Spielchen getrieben. Aus nur einem Grund natürlich. Und deswegen passt dieses Foto hier eigentlich perfekt zu dem, was Sie mit mir machen. Ich kann nichts dafür, wer ich bin. Ich werde es auch sagen müssen. Im Gericht habe ich schon gesagt, im Landgericht, wie Sie wissen. Hier ist der Präsident der Bezirksregierung, Herr Bode. Und wie gesagt, ich lasse das nicht mehr länger mit mir machen. Hören Sie auf. Hören Sie auf. Es ist auch wohl wirklich eine Lachnummer, dass jetzt diese Firma, mit der Sie da am Tisch sitzen, von mir verlangt, dass ich nicht sagen darf, dass ich das Stück geschrieben habe. Wo sind wir denn? Sind wir jetzt schon in Russland, in China oder in Nordkorea angekommen? Das ist doch wirklich die Höhe. Ja? Fragen Sie Herrn Fehr, der kennt mich. Der weiß auch, dass ich ein guter Mensch bin und nicht gefährlich oder bekloppt oder was weiß ich. Diese ganzen übelsten Versuche, mich weiterhin Ruf zu morden, zu diffamieren, Massen zu mobben mit Leuten, die noch nicht mal für ihre Falschaussagen bestraft wurden. Herr Schambert, ich fordere Sie auf, sprechen Sie mit Herrn Frobel. Ich erwarte, dass diese ganzen Lügner, inklusive meiner eigenen Halbschwester, dass sie dafür bestraft werden. Ich habe Strafanzeigen gestellt und diese Strafanzeigen sind einfach eingestellt worden. Das ist ein Justizskandal. Das wird immer größer. Das wird immer peinlicher für Sie, peinlicher für die Führung. Und deswegen müssen Sie geschlossen zurücktreten, weil die Öffentlichkeit ist nicht mehr sicher in Ihren Gebäuden. Ja, ich werde bewacht. Bei mir läuft immer irgendwie zwei Justizleute rum, wenn ich da irgendwie mal ins Gericht komme. Das ist diskriminierend und unfassbar. Shalom.